irgendwie stand da schon eine, aber die kann ich nehmen. Was sollen wir denn transportieren? Hohe Ausrüstung, und die habe ich drauf. Jetzt zu den Drilling Sites zurück, oder wie? Was? Zu den Drilling Sites zurück, oder wie? Nee, zum Hafen. Zum Hafen, nach Drummond Island. Ja, okay, dann lass uns doch mal in Richtung Gateway zu Smithville fahren. Genau. Beziehungsweise bis zu dieser Kurve quasi vorher. Glaube ich, ne? Ja, Hauptsache ist wieder Christoph gut aufsammeln. Genau, richtig. Da können wir auch ihn warten. Okay. Oder eher auf uns, je nachdem, wer zuerst da ist. Ja, stimmt auch wieder. Ich bin hier auf einem Baum gefangen. Welche Taste war doch automatisch, wenn du irgendwo ranhängen? F. Ah. Und L ist Licht. Ja, Licht habe ich schon an. Und G ist... Ja, das ist die wichtigste Taste. Und R ist Winde lösen. Ja. Ja, das wird ja zum Glück angezeigt, wenn man die verbunden hat. Und E ist Allradantrieb. Das musste ich auch schon feststellen. Genau. Und C ist cool sein. Ah. Das sowieso, ja. Und links Shift ist schalten. Ja. Das sind ja noch so die Sachen, die kommen dann nach und nach wieder. Da hat jemand Smithville Dam verlassen. Das ist ein Lake. Warte. Leer. Ja, wir müssen jetzt eigentlich nur... Genau, zum Sägewerk, glaube ich, lang ist das einfachste, ne? Ja, genau, und dann rüber nach Drummond. Ja. Hätte ich jetzt auch gesagt. Wird schon schief gehen. Noch mal Sprit irgendwo? Nee, aber müssen noch reichen, passt schon. Ja, das ist das Schlimmste, was schief gehen kann. Ja, wir stecken fest. Ja, okay, ich krieg schon Epilepsie. Ich fahr vor. Sehr gut, dann Christoph hinterher. Ja. Sieht man. Eieiei, das wird eng. Warum ist Christoph so weit hinten? Ist er auch umgekippt? Ich glaube, mein Anhänger ist. Nö. Christoph. Ich habe nur ein sehr langsames Auto. Christoph, der Anhänger soll auch auf die Brücke. Ja, der wollte nicht. der wollte ein bisschen hier an der Seite langsliden. Der hat sich heute mal als Skateboard identifiziert. Ich weiß nicht, ob du es kennst, aber das hier ist nicht Multitrack Drifting. Nicht? Nee. Ah. Schade. Dachte ich. Nee, das hier ist Flatout, ne? Ja, das hier ist genau. definitiv Flatout. Ach ja, wenn man das Gebiet wechselt, geht ihr Allrad erstmal wieder aus. Oh, natürlich. Ja, natürlich. Die Beacons auch. Oh, Sedic hat Island Lake verlassen. Oh yeah. Warum habe ich Island Lake verlassen? Wir sind jetzt in Drummond Island. Ich weiß nicht, wie die Gegenden hier zusammenspielen. Oh yeah, wir sind wieder Transparent Transport. Ja. Transparent Transport. Aber irgendwie. Wie ist der Anhänger? Waren wir hier noch nie? Doch, ich will. Ach nein, wir sind sonst von Smithville gekommen. Wieso steht hier ein Anhänger? Ah. Ich kann dir drei gute Theorien geben, warum hier ein Anhänger steht, Christoph. Ja. Alle Theorien fangen mit folgendem Satz an. Der gehört uns. Ja, möglich. Wie kann man die Wände manuell setzen? Also, achso, die war einfach V, ne? V. Ja. No. Gut. Ja, also dann bin ich auf gar keinen Fall umgekippt. Denn ist ja gut. Umgekippt kannst du auch nicht sein, dann würde deine Winde nicht mehr funktionieren. Doch, ich habe eine autonome. Ah, okay. Wir kriegen diese sketchy Route hier auf jeden Fall hin. Ja, die sketchy Route wäre hier vorne den Hang runter und da hinten wieder hoch. Ja. Okay. Das ist super easy. Das machen wir, sobald wir Christoph gerettet haben. Ja, okay. Willst du umkehren oder soll ich umkehren? Ich glaube, ich mach das. Okay. Die Route hier ist auch nur halb so sketchy, wie es aussieht. Ja, die sketchy Route ist hier runter, ne? Also nein, da, wo die sketchy Route ist da vorne runter. Da ist ein vernünftiger Weg. Ach, da ist sogar ein Weg und ja, hier ist auch ein Weg. Nein, der hinten. Ah, ja, okay. Die ist ein bisschen besser. Ja, das stimmt. Glaub mir, ich bin Scout. Was bist du? Du bist ein Trucker. Ich bin Trucker.
Genau. So, lass, wie mache ich meinen Motor aus? Lass den Scout scouten und ich lass den Trucker Drogen nehmen. Okay, ich habe ihn nicht gefunden. Ich war einfach den normalen weg. Okay, Christoph, wie hast du das geschafft? Ja, vielleicht habe ich hier diese Matschkurve ein bisschen zu schnell genommen. Okay, jetzt muss ich das schaffen, ohne mich zu blamieren. Ja. Ah, nee, ich muss ein bisschen näher ran. Guck aus der 3D-Ansicht. Mal sehen. Mhm, okay. Ah. Oh, er steht wieder. Vielen Dank. Bitteschön. Ja, also, ja. Ich meine diesen Weg hier herunter. Ja, der sieht auch gut aus. Der ist auch 1A befahrbar. Natürlich ist der 1A befahrbar. Vor allem mit so einem langen Anhänger, das sieht gar nicht komisch aus. Das sowieso. Also die Physik da war gerade auf jeden Fall sehr realistisch. Das glaube ich. Das glaube ich gerne. Und mal so zwischendurch, sollte deine Ladung nicht irgendwie ein bisschen gesichert sein? Die ist doch gesichert. Da sind 4 Spanngurte rundherum. Das muss halten. Stimmt, jetzt sehe ich sie, ja. Ja. Das sieht sehr sicher aus, ja. Ja. Das hält auch 1A bei einem riesen Container hier. So. Weil ich das Matschloch, das fände ich tatsächlich ein bisschen gemeiner gewesen. Okay. Ja, aber nicht für meinen guten Russen-Truck. Ich habe denselben Truck. Ja, aber, nicht aber meiner ist pink. Genau. Die Farbe gibt dir keine Superpower. Doch, das ist genau wie RGB-Beleuchtung am PC mindestens 30 FPS mehr bringt. Genau. Deswegen ist meine Grafikkarte zum Glück RGB, aber ich habe das Feature aus. Oh. Kommst du hoch überhaupt? Ja, ja. Sorry. Ich bin vergessen, dass ich drüben ziehen wollte. Hier hoch und dann da. Das dahin. Ist bestimmt der Weg, den man hier mitfahren sollte. Du, das sieht genau danach aus. Du wirst dich freuen, welchen Weg wir hier nach weiterfahren. Mm. Ja, du darfst dreimal raten, wo er lang geht. Ja, es ist zwischen diesen Felsen. Ja. Ich habe schon gesagt, also ich sag mal, ich habe schon gesagt, wir fahren die Sketchy-Route. Ja. Für die Ladung hätte man natürlich auch einen kürzeren Anhänger nehmen können. Das wäre vielleicht ein bisschen besser gegangen. Ach, was? Ja, aber viel kürzer ging nicht. Na gut. Also ich weiß jetzt natürlich nicht, wie es denn technisch im Spiel umgesetzt ist, aber man sieht halt deutlich, dass vorne und hinten noch freie Fläche ist. Da kannst du mich hier irgendwie... Yes, we can! Ja, warte. Das wird jetzt richtig sketchy. Das wird richtig sketchy. Aber wir kommen voran. Aber. Ein bisschen. Aber ich komm. Warte. So genau will ich das nicht wissen. Ja, das habe ich mir fast gedacht. Okay, warte, ich drücke. Ja. Rangier mal ein bisschen nach links rüber. Doch. Wenn ihr noch ein Stück weiter kommt. Ja, ich schieb, aber. Oh. Okay. Ich wollte schon sagen, noch ein Stück weiter, dann kann ich vorbeifahren und dich von der anderen Seite hinten rumziehen. So. Aber das hat sich gerade erledigt. Du bist einfach rumgesprungen. Dankeschön. Okay, warte. Hiernach wollen wir hier geradeaus und da vorne in den Wald rein. Hier geradeaus und da vorne in den Wald rein. Alles klar. Aber wo ist der Aussichtspunkt? Ich glaube, der ist links von uns. Da sind wir schon dran vorbei. Nee. Shit. Du stehst jetzt gerade genau auf der Kreuzung, wo es zum Aussichtspunkt geht. Also ich fahre dann links und ihr fahrt geradeaus. Unpraktische Situation. Ich habe mich, glaube ich, gerade festgehangen, oder? Ja. Ich glaube, ich bin zu weit weg, weil ich wegen des Anhängers nicht rankomme. Okay, ich komme zurück. Doch, ich kann dich von hier aus ziehen, Christoph. Fahr mal rückwärts. Ja, aber das zieht halt nur... den Anhänger so ein bisschen. Ich kann aber deinen Anhänger... Ich kann deinen Anhänger ein bisschen rumziehen. Vielleicht kommst du dann eher zurück. Ja, warte kurz. Kann ich vielleicht von hier irgendwo hin? Ja, Mattis, bleib mal so. Ja. Und jetzt fahr mal. Warte kurz. Ah, nee. Komm hier nicht raus.
Warte. Ich zieh mal deinen Anhänger rüber. Ja. Zumindest hoffe ich, dass ich deinen Anhänger rüberziehe. Aber der bewegt sich kein Stück. Lass ihn mal frei, dann ziehe ich nochmal vorne. Ja, der Anhänger hängt fest. Das ist so ein bisschen das Problem. Kann dein Anhänger natürlich auch zurückziehen. Also wenn du rückwärts fährst und ich deinen Anhänger hochziehe. Ich kann den auch hier oben an einen Ast hängen gerade. Oh, wow, 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 wow. Das lassen wir aber lieber mal. Vielleicht kann ich den Mittelpart des Anhängers ein bisschen ziehen. Jetzt sind wir abgesprungen worden. Ist der Christoph ihn? Nee, ich habe ihn noch nicht. Ja, ihr könnt jetzt. Aber ich würde jetzt mal. Da mach mal. Nein. Fährst du rückwärts? Ja, durch. Okay. Also ich versuche deinen Anhänger zu ziehen, aber es passiert nichts. Crap. Wo hängst du konkret? Lässt du ihn mal los? Ja. Wo hast du mich jetzt fest? Seite. In der Hoffnung, dich den Hügel hochzuziehen an der Seite, am Seitengelenk. Nee. Ich hänge halt vorne mit der Spitze, mit dem vorderen linken Teil des Anhängers hänge ich im Baum fest. Ugh. Oder Mattis, kannst du einmal rückwärts fahren, sodass du, also einen Ticken nach vorne jetzt und jetzt einmal ein bisschen rückwärts hier näher ran, dass du parallel zu mir stehst? Ja. So, und dann kann ich vielleicht, warte mal kurz. Kann ich mich so da rausziehen? Regt sich zumindest irgendwas. Ja. Warte mal kurz. Ich hätte gehofft, ich kann nicht rüberdrücken, aber ich fahre nur an dir hoch. Ja. Wie wäre es abwimmeln, also dass ich mich abkoppel, hochkomme und dann einfach den Anhänger ein bisschen ziehen? Das können wir auch versuchen. Mhm. Dann lass mich immer wegfahren. Okay, ich selber hänge auch fest. Aber jetzt kann man vielleicht an dir vorbei. Genau, warte mal. Warte mal. Ah, nee, okay. Warte. Ich habe nur noch 2 Liter im Tank. Und mein Tank ist alle. Irgendwo eine Tankstelle in der Nähe? Nee. Nicht so einfach, zumindest erreichbar von uns hier. Kann ich irgendwie einfach zurück und meinen Truck hier lassen und dann hole ich einfach einen neuen und ziehe den dann irgendwann raus? Du kannst dir ja deinen Truck selbst retten lassen. Also V und dann Recover. Also du kannst auch deinen Truck stehen lassen. Das kannst du auch. Du kannst auch mit einer komplett neuen Zugmaschine kommen. Ja, aber bringt aber glaube ich nicht so viel, ne? Sonst würde ich dem eben recovern. Und dann halt den Weg hier noch einmal hinfahren. Later. Mehr Mumm kriege ich hier nicht hin. Jus Mumm? Das waren 4 Motorschaden. Sehr gut. Woran hängt das Scheißding fest? Oh, oh. Ja. Nein, oh, schon. Will ich jetzt die Karte aufmachen? Die liegt beide auf der Seite. Yes! Ich lieg wieder. Wir liegen nicht beide auf der Seite. Es liegt nur einer auf der Seite. Genau. Und gleich liegt keiner mehr auf der Seite. Yay! So, dann fahre ich hier mal rückwärts, dann kannst du an mir vorbei. Okay. Ja. Und guck mal, ob ich den Anhänger wieder habe. Ah, ja, okay. Das
ist ja nochmal die nächste. Das. Woran hängt dieser Scheißanhänger fest? Der hängt an dem Baum da fest. Wie kann er an dem Baum festhängen? Er steht gegen den Baum allerhöchstens. Ja, okay, ja. Kann auch sein. Ich meine, der liegt ja jetzt natürlich auch auf. Also ich versuche ihn mal von oben zu ziehen hier. Ja, das habe ich eben schon versucht. Okay, aber du hast mehr Power als ich. Vielleicht zumindest, ja. Ich versuche mich mal irgendwie besser vor ihm zu platzieren. Nicht, dass ich ihn jetzt auch noch belästige. Tue ich nämlich schon. Ja. Okay, das ist nicht gerade gut geparkt hier. Ich ihn so Millimeter bewegt vielleicht, ja. Da bin ich wieder. Yay. Jetzt bewegt er sich. Kannst du hinter mir wegfahren? Ja, ich tank dich nur kurz voll. So. Danke. Oh. Ah. So, die Handbremse ausmachen. Ja, ja, jetzt haben wir ihn so ein bisschen den Hang wieder hoch. So, ne? Ja. Das müsste eigentlich reichen. Ja, dann mache ich die hier mal Platz und fahr zur Seite weg. Mhm. Kann ich nämlich auch meinen Trailer wieder einsammeln. Das haben wir doch nahezu gut hingekriegt. Na, noch hängt er nicht. Ja, richtig. Nein. Doch die Frage, ob du ihn so überhaupt angehängt bekommst. Ja, das werde ich ja sehen. Zweifelsfall ziehen wir ihn hinter ihnen. Ja, kann ich. Gut. Gar kein Problem. Easy peasy. Irgendwann wieder vor mich fahren, Mathis? Ja, lass mich kurz wenden. Genau, ihr regelt das und ich fahr zum Turm rüber. Ja, machen wir. Ja, aber warte vielleicht, bis wir es tatsächlich geregelt haben. Okay, ich bin unten. Mhm. Häng dich sonst an mich. Nö, das ist also. Geht diesmal? Dieses Mal sieht's gut aus. Sehr schön. Dann mal richtig mal auf den Turm. Nein! Nein! Durch das Stoppen hier gerade ist jetzt das Ding umgekippt. Nein! Wir haben die Ladung wir verloren. Hätten weiterfahren sollen. Ich hätte weiterfahren sollen. Ja, nicht stoppen. Ja. Da liegt er schön, ne? Ja. Konnte man das retten? Nee, ne? Mit einem anderen Truck, ja. Ja, du brauchst halt einen Kran. Ja, aber genau. Einen Kran, den wir nicht haben. Das müssen wir hier, ne? Und nicht in absehbarer Zeit hier hinkriegen. Ah! Ja. Tja. Dann würde ich sagen, lass uns die Anhänger hier einfach stehen lassen. Ja. Komm nächstes Mal mit dem Kran wieder. Genau, würde ich auch sagen. Wir werden dieses Scheißding retten. Wir holen uns kein neues. Nee. Ja. Bringt ja auch nichts, wenn wir was Neues holen und dann hier wieder das Gleiche passiert oder alternativ wir nicht durchkommen, genau. Weil der ganze vorherige Kram hier rumliegt. The next day. Das wollen wir nicht. Haben wir es ernsthaft nur so 20 Meter weiter geschafft gestern Abend? Ja. Wow. Ich hänge dann schon mal den Anhänger an. Mach das. Wenn ich da irgendwie drunter komme. Ja, komme ich wohl. Ja, ist ganz gut. Den Anhänger musst du wahrscheinlich auch wegfahren, damit ich nah genug rankomme. Ja. Und jetzt endet mein Job. Ja. Soll ich versuchen, den Anhänger auf die andere Seite zu packen? Warte kurz. Ich muss hier immer. Dann
quasi so ein bisschen schräg da einparken dahinter. Ah. Wenn ich das überhaupt kann. Ich kann dich vielleicht mit der Winde ein bisschen in die richtige Richtung ziehen. Ja. Das Wasser ist hier nicht zu tief. Rain Mode. Okay. Dark Engine. Dark Marking Mode. So, mal gucken, wie gut wir da drin sind. Ich glaube, das sollte doch so passen ungefähr, ne? Da bin ich jetzt auch mal gespannt. Zum Anfassen. Was? Jetzt sag nicht, da ist kein Punkt zum Anfassen. Ich krieg auch nur dein Fahrzeug und Bäume mit der Winde. Oh, come on. Also es kann auch sein, dass ich noch irgendwas drücken muss dafür. Weil beim Anhänger zum Beispiel sehe ich jetzt auch nichts. Okay. Kannst du V drücken vielleicht? Nee. Hast du nicht noch ein extra Menü für den Kram? C oder so? Ja, da bin ich drin. So, ich habe hier Move. Mach mal was wir vielleicht vorher hätten machen müssen. Was denn? Da war gerade was. Okay. Aber wie? Doch, der hebt auch eine Sache hier hoch. Also der irgendwie mit dem Kran kann man das Ding auf jeden Fall annehmen. Ja, ja. Das Problem ist, das Ding liegt auf der Seite, also möglicherweise muss ich auf die Seite, auf der du jetzt bist. Also, der liegt mit der Unterseite zu mir, deswegen komme ich da wahrscheinlich nicht ganz hoch. Ah, okay. Okay, ja, kann sein. Heißt, ich fahre hier erstmal wieder raus. Ja, also mir wurde gerade einmal zwischendurch ganz kurz ein Ankerpunkt angezeigt. Aber soll ich ihn sonst versuchen, anders hinzuziehen? Oh, warte. Also du siehst denn Ankerpunkte an dem Ding, oder was? Ich sehe auch einen hier, warte mal. Glaube ich. Ja genau, das dürfte auch der sein, den ich immer mal kurz sehe. Ja. Na, ich sehe aktuell keinen an ihm. So. Oder kriegst du auf ihn gerade? Nee. Ich muss hier erstmal rauskommen aus dem Schlamm. Ja, das Ding liegt auf jeden Fall falsch. Vielleicht mal gerade hinstellen, den LKW. Kann es sein, dass deine Situation dafür ist? Deine Standsituation? Meine? Das kam gerade aus dem Chat. Ja. Kann durchaus sein, ja. Wow. Versuche auf jeden Fall jetzt erstmal den Restore Crane. Steht das Ding richtig groß. So, ich bin erstmal jetzt wieder hier raus. Meine Seite ist unten. Okay. Deine Seite ist unten, you say? Ja. Ich krieg die Füße nicht richtig eingefahren. Soll ich da irgendwie ziehen, Christoph, oder geht das? Ja, ich weiß noch nicht, was ich hier jetzt am besten mache. Ja, aktuell kriegen wir ihn überhaupt nicht angehoben, aber wir werden dieses Rätsel schon lösen. Mhm. Wie schwer kann es schon sein? Wir haben schon ganz andere Probleme gelöst. Genau. Vielleicht löse ich erstmal kurz das Problem der Helligkeit. So. Einfach mal die Helligkeit im Spiel ein bisschen hochgedreht, jetzt erkenne ich auch was. Aber jetzt habe ich mich hier erstmal festgefahren. Sollte ich rausziehen nach vorne hin? Ja. Du
versuch sonst nochmal was. Bringt das schon was? Oder habe ich dich jetzt eher noch in... Genau, ich versuche jetzt erstmal rüber zu kommen, damit ich dann auf die andere Seite daneben komme. Ja, okay. Warte. Jetzt müsste er richtig rumstehen. Okay. Ah, okay. Dann versuchen wir das mal. Ich sehe ja den Trail hier, ne? Das wird nochmal lustig. Ich freue mich. Jetzt ja, aber natürlich zu weit weg, weiter ausfahren kann ich nicht. Ich kann dir vielleicht ein bisschen zuschieben. Und ich kann dich sonst ein bisschen dahin schieben. Warte. Nee, ich kann ihn nicht besonders weit schieben, weil da vorne irgendwo ein Stein ist. Ich habe das Gefühl, keine der Aktionen, die wir machen, ist vom Sicherheitsstandard irgendwie. Doch, das ist das Beste. Aber ich verstehe nicht, was ich machen muss, um ihn zu greifen. Also, wie gesagt, ich hatte ja zwischendurch ab und zu mal. Da. Kannst du dir tatsächlich nicht sagen. Ich habe nur einmal mit dem Kran rumgespielt und da bin ich auch nicht besonders grün mit geworden. Ich habe jetzt auf einmal keine Ladepunkte mehr. Keine Punkte mehr zum Anhaken. Also manchmal, wenn ich V drücke, kommt da ein Punkt. Aber sobald ich die Maus bewege, ist er wieder weg. Und Attach Detach Cargo macht genau gar nichts. Okay. Ah, ich hab ihn. Kriegst du ihn zu mir rüber ganz? Das wird sich zeigen. Was ist jetzt besonders gemacht? Keine Ahnung. Okay, also. Er ist in das Ding rein. Okay, ja, merken wir uns. Du musst etwas rein, um dich daran zu attachen. Ja. Mach mal runter. Ja, ich drehe den gerade noch ein bisschen. Das dreht nur sehr langsam. Passt schon. Na, ich weiß noch, dass er relativ genau stehen muss. Ja, ich kann leider nicht weiter ausfahren. Ja, lass mal los, du. Das sieht aber gut aus. Okay, das ist ein bisschen. Jetzt lass mal los. Nee, er ist zu weit. Er ist ein bisschen weit links. Na, gerade eben war eigentlich perfekt drauf. Ja, ich muss jetzt nur noch rausfinden, wie ich ihn loslasse. Ah, so lasse ich ihn los. Jetzt müsste Christoph Attach Cargo machen können. Nice! Ja. Yes! Ah, wieder ein Problem gelöst. Wir hätten vielleicht einen kürzeren Anhänger mitnehmen sollen. Ja, stimmt. Wir hätten vielleicht auch einfach die Brücke bauen sollen. So, fahr weiter, Mathis. Hier kommt sonst der Bum-Bum-Bär. Der Bum-Bum-Bär? Ich mach mal Bum-Bum an deinem Anhänger. Ich häng dich ran, Christoph. Ja, warte. Ich häng dich dran. Ja. Nein! Nein! Das hat mich jetzt umgeschippt. Das war shit. Das hat mich jetzt umgekippt. Der Impuls kam in die falsche Richtung. Egal, es hat schon mal geklappt, wir schaffen es wieder. Genau, ich. Ja, sonst lass mich das mal mit dem Kran jetzt versuchen. Das geht, glaube ich, von näher dran. Also, ich meine, darfst du auch gerne so versuchen. Ich habe meinen Anhänger erstmal abgelöst. So. Genau. Ja, ich glaube, ich stehe zu nah dran für den Kran. Ein Stück zurück. Das ist unser Christoph schon mal zu ziehen. Oh ne, warte. Ich hab einen Baum erwischt. Dann hoffe ich mal, dass ich jetzt irgendwie zufälligerweise die richtigen Tastenkombi drücke, um den Anhänger zu kriegen. Ah, shit. Sorry, ich glaube, ich breche das gerade immer die ganze Zeit wieder ab durch W-Drücken. Das ist doof. Warte mal, ich versuche mal die Winde zu ziehen. Ja, was? Ja, das klappt. Ja, okay. Fahr mal ein bisschen rüber.
den Anhänger auf jeden Fall weggezogen. Also jetzt ja, das ist schon mal gut, schon genau. Madisons, fahr mal so ein bisschen weiter rechts hin. Bisschen links von dir, sorry. Bisschen weiter links. Also genau. Aber dann vielleicht... Ah, nee, perfekt, passt. Ich häng wieder. Okay. Nicht... Ja, shit. Deswegen ja. Wollte ich, dass du dran bleibst. Ja, mach mal in der Mitte jetzt vielleicht von mir. Genau, fahr mal. Ja, gut. Warte. Das kriegen wir auch. Ja. So. Ja. Der Anhänger steht auch schon mal wieder. Okay, perfekt. Okay. Ich würde jetzt einmal ein Stück wegfahren, dass du den Anhänger rausziehen kannst. Ja. Ich muss mich hier erstmal einmal positionieren, dass ich da gerade runterkomme. Ja, warte, das ist noch nicht gut. Ich kann nicht wirklich wegfahren, weil der Anhänger auf mir liegt. Mhm. Ja, alles gut. Warte mal, bleib stehen. Ja, das Problem ist halt, mein Fahrhaus so, ist zwischen warte. Den Achsen. Was? Ja. Ich kann dir sonst noch ein bisschen rüberziehen mit dem Kran. Nee, warte. Ah. Anhänger steht zu weit weg. Kann doch nicht sein. Sonst hack ihn erstmal mit der Winde ran und fahr ihn da raus. Ja, stimmt. Das macht vielleicht auch Sinn. Ja, alternativ. Hey! Sorry. Und jetzt zieh mal mit der Winde mehr rein. Shit. Ja, warte. Moment. Ich guck mal, vielleicht kann ich mich da auch sogar jetzt schon wieder drunter packen. Kannst du noch mal dran ziehen? Warte kurz. Gerade liegt er noch auf mir. Ja, aber so, ich komme. Bin ich schon mal frei. Jo, Schmidt, viel Spaß selbst bei der Aktion. Wir werden das Kind hier schon schaukeln. Irgendwie, ja. Shit. Ja, aber der steht jetzt schon mal gut von der Ausrichtung. Jetzt muss er nur noch an dich ran. Ja. Also er steht schon deutlich besser als eben. Ich kann ja auch noch mal versuchen, ihn da ein bisschen hochzudrücken. Ja, ich muss halt da drunter möglichst genau kommen, ne? Ja, ja. Das ist halt so ein bisschen das Problem aktuell. Ja, sonst warte ich, fahr mal ein Stück vor und guck mal, ob ich ihn so richtig raufgehoben bekomme. Ja. Ja. Oder kriegst du ihn so attached? Ja. So geht es natürlich. Gut. So geht es natürlich. Dann fahr mal nur ein Stück vor. Mit ja. Kriege ich ja so das Teil auf dich raufgehoben. Stimmt, ja. Kann ja durchaus sein. Nice. Yeah, Übung. Guck mal, jetzt haben wir es drauf. So müsste schon passen, oder? Ja, jetzt passt es genau. Wunderbar. Easy peasy, umkippen ist gar kein Problem mehr. Genau. Solange ich nicht umkippe. Hey, Christoph, ich mache hier mal eine Aktion. Ich fahre hier mal rückwärts wieder hoch. Okay. Und achte darauf, dass dein Anhänger ein bisschen besser um die Kurve kommt. Mm. In meiner Winde. Ich komme nur gerade leider nicht vorwärts. Ja, ich weiß, weil deine hinteren Antriebsachsen in der Luft schweben. Ah ja, gut. Christoph, kannst du den antippen von hinten? Ja. Mein Problem wird auch langsam wieder der Sprit, um das schon mal anzukündigen. Ein bisschen habe ich noch dabei. Ich habe das auch schon gedacht. Also ich habe jetzt noch 85 Liter. Ja, ich habe halt noch 45. Ich setze mich einmal neu hinter. So. Nee, was mache ich? Warum? Ach. Ich glaube, ich habe gezogen. Ich hatte die ganze Zeit den Motor aus. Ah, das ist natürlich auch gut. Ja, ich bin hier mittlerweile so tief im Matsch, also ich kann nicht mehr drücken. Nee, warte mal kurz. Ich versuche mich mal nach vorne zu ziehen. An einem Baum. Was? Nein, das klappt nicht. Okay, warte, dann stelle ich mich wieder vor dich.
Oder kann ich, warte mal, ich guck mal, ob ich meinen Anhänger ziehen kann an einem Baum, ja. Sieht doch fast gut aus. Ja. Muss ich nur gucken, ob ich hier auch irgendwie wieder rauskomme. Guck mal. Ja, dich kriegen wir da noch raus. Warte, Mathis, an dich fällt. Und jetzt fahren. Ja. Gut, danke. Ich muss selber auch sehen, wo ich hinfahre. Und wir wollen von diesem Baum weg. Wir wollen von dem Baum weg. Ja, ja. Ja, ja. Versuche es. Ja. Ja, also. Okay. So, willst du erst noch mal Christoph kurz holen? Ja. Also aus dem Matsch bin ich schon mal raus. Ach so, okay. Kommst du an mir vorbei? Ja, locker. Gut. Okay, hier komme ich nicht so gut an dir vorbei, aber es wird schon. Ja, okay, warte mal. Sonst versuche ich schon mal ein bisschen weiter vorzufahren. Ja, musst du wahrscheinlich. Irgendwie so? Ja, das reicht, das reicht, das reicht. So, jetzt komme ich. Ja, er kommt, okay. Okay. Jetzt muss ich mich hier zwischen den Bäumen wieder rausfahren, um wieder vor Christoph zu kommen. Sehr gut. Bis dahin. Hast du bis 6 Grad zurückgefahren, um mich zu holen? Ja. Ja. Warte. Ich krieg die Kurve. Ich muss die halt ja ein bisschen größer nehmen. Ja. Und jetzt sind hier unfahrbare Bäume. Und ja, dann hänge ich dich sonst wieder ran. Ja, warte kurz, warte kurz. So. Irgendwie. Warte. Schieb dich einfach. Das ist die Hauptstraße. Ja, genau. Da müssen wir nur rechts. Nee. Ne? Jawoll! Ja, mal gut. Ich habe noch 20 Liter im Dings. Ja, das damit. Mit 20 Litern komme ich auch noch ein bisschen. Okay. Bloß ist ein Pass da, also was das Schlimmste, was jetzt auch passieren kann. Ja. Das kriegen wir nämlich so hin. Aber von da weg wird dann hart. Da lasse ich einfach alles stehen. Und setze mich zurück. Geil. Asphaltiert, ich fasse es ja nicht. Ich auch nicht. Hört aber bald wieder auf. Hört aber auch wieder auf, keine Angst. Wäre auch zu schön gewesen. Ah, meine Spritanzeige ist schon rot geworden. Ja, frag mal. 5 Liter. Mein Motor stottert. Ja, okay, warte. Bei Christoph kann ich ja schon mal ein bisschen was einfüllen. Bleib mal stehen. Ja, ich habe ja noch ein bisschen mehr, also ich denke, ich komme in den. Denk dran, aus dem Ersatztank, nicht aus deinem Tank. Danke, ich reicht. Passt. Ja, ich habe dir allerdings auch fast alle Ressourcen gegeben, die ich noch hatte. Ja, okay. Ja, 140 Liter. Ja, das Problem ist, ich kann irgendwie nur alles geben oder gar nichts. Ja, das Problem hatte ich ja gestern auch, aber ich bin mir fast sicher, dass man auch kleinere Mengen abgeben konnte. Ich weiß nur nicht mehr, wie das geht. Ja, ich auch nicht. Ja. Aber wir sind ja eh gleich da. Genau. Ich hätte das irgendwie so im Kopf mit lange F drücken für alles oder kurz antippen für irgendwie 10 Liter oder so, aber das war es auf jeden Fall nicht. Yes! Nice! Mhm. Will auch von dir warten, gab das ganz schön wenig Geld. Ja, schon.